Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo über die geometrische Figur des Trapezes. Mein Name ist Stefan und ich möchte dir in diesem Lernzyklus das Trapez näher bringen. Heute lernst du, wie ein Trapez aussieht, welche Eigenschaften es besitzt und wie man den Flächeninhalt einer solchen geometrischen Figur berechnen kann. Kennst du das Wort Trapez oder hast du sogar schon einmal die Form irgendwo in einem Alltag gesehen? Wenn du meinst zu wissen, wie ein Trapez ausschaut, dann fertige doch gleich eine Skizze auf einem Blatt Papier an. Drücke dafür kurz auf Pause. Ich zeichne ebenfalls eine Skizze eines Trapezes. Sieht deine Skizze so ähnlich wie meine aus? Wenn ja, dann hast du schon eine gute Vorstellung von einem Trapez. Ich möchte dir kurz einige Beispiele aus dem Alltag zeigen. Auf den folgenden Bildern kannst du überall ein Trapez erkennen. Du siehst zum Beispiel das Dach eines Hauses, die Verpackung eines Parfums und die Aufrichthilfe eines Krankenbetts. Fallen dir bei all diesen Formen schon Gemeinsamkeiten zu deiner Skizze auf? Stoppe das Video noch einmal und notiere deine Gedanken auf einem Blatt Papier. Dir ist bestimmt aufgefallen, dass das Trapez eine besondere geometrische Figur ist. Es besitzt vier Eckpunkte, die gegen den Uhrzeigersinn beschriftet sind. Vier Seiten, von denen je zwei Seiten parallel und unterschiedlich lang sind, und eine Höhe, die die beiden parallelen Seiten miteinander verbindet und auf beiden Seiten im rechten Winkel steht. Hast du das auf deinem Blatt Papier notiert? Wenn nicht, dann schreibe dir das eben Genannte unbedingt dazu. Drücke dafür wiederum auf Pause. Ein sehr berühmtes Trapez bekommt man außerdem in der Landeshauptstadt von Tirol zu Gesicht. Vielleicht kennst du ja das Wahrzeichen der Stadt Innsbruck, nämlich das goldene Dachl. Die Vorderseite des Dachs ist ein typisches Beispiel für die Form des Trapezes. In der Mathematik unterscheiden wir folgende drei Formen von Trapezen, nämlich das gleichschenkelige Trapez, das allgemeine Trapez und das rechtwinkelige Trapez. Kommen wir nun zur Beschriftung des Trapezes. Du siehst ein unbeschriftetes gleichschenkeliges Trapez vor dir. Schau nun wieder auf deine Notizen. Wir haben aufgeschrieben, dass ein Trapez insgesamt vier Eckpunkte besitzt, die gegen den Uhrzeigersinn beschriftet werden. Die Beschriftung der Eckpunkte kennst du schon, da sie beim Trapez genau gleich ist wie bei einem Rechteck. Genau, wir beschriften sie also mit dem Großbuchstaben A, B, C und D. Dass ein Trapez zwei gegenüberliegende parallele Seiten besitzt, die aber nicht gleich lang sind, weißt du auch schon. Diese beiden Seiten beschriften wir mit A und C. Die übrigen Seiten B und D liegen ebenfalls gegenüber, sind jedoch nicht parallel. Diese werden auch als Schenkel des Trapezes bezeichnet. Jedes Trapez weist außerdem eine Höhe auf, die mit dem Buchstaben H beschriftet wird. Die Eigenschaften der Höhe hast du auf deinen Notizen stehen. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass ein Trapez auch Winkel besitzt. Weißt du vielleicht, wie sie beschriftet werden und wo sie liegen? Da war doch was mit griechischen Buchstaben. Richtig, die Winkel werden mit den griechischen Buchstaben Alpha, Beta, Gamma und Delta beschriftet. Schau dir die Winkel Alpha und Beta sowie Gamma und Delta etwas genauer an. Fällt dir was auf? Richtig, sie sind im gleichschenkeligen Trapez jeweils gleich groß. So, wie ist das nun mit dem Flächeninhalt? Ach ja, das, was bei der Figur innen drinnen ist. Ich habe ihn dir mit gelber Farbe hervorgehoben. Er wird im Allgemeinen mit dem Großbuchstaben A beschriftet. Jetzt haben wir die Beschriftung eines Trapezes geschafft. Ganz schön viel zu merken, findest du nicht? Wenn du all das schon weißt, wirst du jetzt auch die Überlegungen zur Berechnung des Flächeninhaltes eines Trapezes besser verstehen. Um nun zu einer Berechnungsmethode für den Flächeninhalt eines Trapezes zu gelangen, benötigst du zwei Blätter Papier, einen Stift, ein Geodreieck und eine Schere. Pausiere das Video wieder und richte dir die Dinge her. Hast du alles? Dann starten wir. Wenn dir die Erklärungsschritte zu schnell sind,
dann drücke immer wieder auf Pause. Zeichne zuerst, wie ich, ein gleichschenkeliges Trapez auf das erste Blatt Papier. Lege anschließend das zweite Blatt Papier darunter und schneide das Trapez aus. Somit erhältst du zwei deckungsgleiche Trapeze. Diese beiden Trapeze brauchen wir jetzt. Beschrifte zuerst die beiden Trapeze, wie du es vorhin gelernt hast. Nun lege diese beiden Trapeze so zusammen, dass du eine neue Figur bekommst, die du bereits kennst. Versuche es zunächst selbst. Genau! Wenn du das zweite Trapez drehst, so wie ich es gemacht habe, und dieses dann anschließend an einen Schenkel legst, entsteht eine neue Figur. Weißt du, welche ich meine? Du kennst sie bestimmt. Denk kurz nach. Ich gebe dir auch eine Hilfestellung. Na, schon herausgefunden? Jetzt hast du es. Es entsteht ein Parallelogramm. Kannst du dich noch an die Flächeninhaltsformel des Parallelogramms erinnern? Wenn du nachschauen willst, dann sehen wir uns später wieder. Ich habe dir den Link zum Lernvideo von Tanja angegeben. Dort kannst du nachschauen. Ich warte auf dich. Ach, du bist wieder bzw. noch da? Na dann lass uns weitermachen. Die Formel für den Flächeninhalt des Parallelogramms lautet, wie du jetzt weißt, Seite mal dazugehöriger Höhe. Schau dir deine Figur nun an. Welche Seite und welche Höhe brauchen wir also jetzt? Findest du sie? Richtig, die Seite A plus C und die Höhe H. So, jetzt sind das aber zwei Trapeze, aber wir brauchen nur eines. Was ist also jetzt zu tun? Genau, wir nehmen die Hälfte davon, also dividieren durch 2. Somit erhalten wir jetzt den Flächeninhalt eines Trapezes. Die mathematische Formel für den Flächeninhalt des Trapezes habe ich dir nochmal aufgeschrieben. Wenn dir das etwas zu schnell war, dann spule das Video noch einmal zurück. Notiere dir die Formel auf ein Post-it. Zeichne daneben eine Skizze eines Trapezes und hänge das Post-it dort auf, wo du jeden Tag zumindest einmal hinschaust. Zum Abschluss ist es mir auch wichtig, dass du die Flächeninhaltsformel in Worten wiedergeben kannst. Diese lautet wie folgt. Der Flächeninhalt des Trapezes wird berechnet, indem man die Summe der Längen der beiden parallelen Seiten A und C mit der Länge der Höhe H multipliziert und das Ergebnis durch 2 dividiert. Im weiteren Basic-Video zeige ich dir an einigen Beispielen, wie du dein Wissen nun gut anwenden kannst. Also dann, bis zum nächsten Video!